Messerstecherei, Schießerei, Gewalteskalation in Deutschland. Das Versprechen, die Spiele werden sicher, ist 3 Tage nach dem ersten Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland absolut nicht mehr haltbar. Selbst das Ausland lästert inzwischen über die Bundesrepublik. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich habe heute eine kleine Blutspur für euch mitgebracht, und zwar die Ereignisse seit Freitag in diesem Land. Und es sind so viele, ich fange einfach mal an. Am Freitagmittag kam es in der S-Bahn in Hamburg zu einer brutalen Messerattacke. Es sind 2 Tunesier im Alter von 22 und 32 Jahren auf einen 20-jährigen Algerier losgegangen. In der fahrenden S-Bahn haben sie diesen Mann attackiert, zu Boden gedrückt und mit einem Messer am Kopf verletzt. Das Opfer trug eine 15 cm lange Wunde davon. Die Tunesier wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Sie waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und sind positiv auf Drogen getestet worden. In Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt gab es am Freitagabend einen Afghanen, der während einer privaten Fußballfeier 3 Personen mit einem Messer verletzt hat. 2 davon sind Schwerverletzte. Vor dem Angriff hat er bereits in seinem Plattenbau einen anderen Afghanen getötet. Die Polizei hat den Angreifer erschossen. Er wollte nämlich die Polizeibeamten angreifen. Ebenfalls noch Freitagabend, wir sind in Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Es war der Angriff auf 2 ghanaische junge Mädchen von 8 und 10 Jahren von einer über 20-köpfigen Gruppe Jugendlicher. Wir wissen leider nicht, wer die Gruppe Jugendliche hier ist. Auch der Vater ist angegriffen worden, als er die Jugendlichen hier zur Rede stellen wollte. Womöglich ist der Angriff rassistisch motiviert. Ja, ach, gute Erkenntnis, würde ich sagen. Am späten Freitagabend, wir sind jetzt hier im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach, es gab eine Massenschlägerei auf dem Gelände des lokalen Fußballvereins, bei dem ein Mann niedergestochen wurde und später seinen Verletzungen erlegen ist. Die genaue Anzahl der Geschädigten ist aktuell weiter unbekannt. Unbestätigte Berichte sprechen von etwa 15 Verletzten. Am Samstag konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. In der Mitteilung der Polizei heißt es, dass sowohl der Opfer als auch der Täter Deutsche. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es, dass sowohl Opfer als auch Täter deutsche Staatsbürger sind. Nach einem Streit im Glänzpark in Ingolstadt zückt ein 17-jähriger Afghane ein Messer und sticht auf einen 24-jährigen Mann ein. Der Tatverdächtige flieht und wird wenige Stunden später von der Polizei festgenommen. Das Opfer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus und muss notoperiert werden. Ebenfalls Samstagabend, Berliner Stadtteil Moabit. Es ist zu einer Schießerei gekommen. Es ist inzwischen Alltag in Berlin, die Schießereien. Die Polizei ist mit einer Einsatzhundertschaft mit Maschinenpistolen ausgerückt. Die Auseinandersetzung steht hier vermutlich im Zusammenhang mit dem Länderspiel Italien gegen Albanien. So viel zu dem Thema, hat nichts mit der EM zu tun, das wollen sie nämlich immer erzählen. Sonntagmorgen hat die Polizei in Itten bei Hannover einen 30-jährigen Mann niedergeschossen, nachdem dieser sich mit einem Messer in der Hand genähert hat und Aufforderungen ignoriert hatte, die Stichwaffe fallen zu lassen. Zuvor hatte der Mann das Personal eines Krankenhauses beleidigt und bespuckt. Ich bin ja fasziniert, wie schön man jetzt die Dienstwaffe ziehen kann nach Mannheim. Es ist, wie sagte jemand zu mir, es kann 100-mal Mannheim passieren. Wenn aber Mannheim einmal im Internet ist, so wie es hier passiert ist, dann ändert es wirklich was. Es ändert vor allem in den Köpfen der Polizisten was. Sie schießen lieber und fragen hinterher, bin ich ganz dafür, würde ich absolut unterstützen. Wir machen hier mal weiter. Am Sonntag ist es auf der Hamburger Reeperbahn zu dem bekannten Einsatz gekommen, bei dem ein Mann mit Spitzhacke und Brandsatz bewaffnet von der Polizei niedergeschossen wurde. Die Videos sind hier ja im Netz. Am Anfang hieß es, es ist unabhängig von der EM, aber inzwischen gehen sie davon aus, er wolle damit auf die Fanzone in Hamburg. Ebenfalls Sonntagnachmittag, Stadtzentrum Gelsenkirchen, es kommt zu einer schweren Auseinandersetzung. Und zwar sind englische Hooligans im Vorfeld des Fußballspiels England gegen Serbien eben auf serbische Fans losgegangen. Sie schlugen mit Brettern, Tischen und Stühlen aufeinander ein. Genauer Ausgangspunkt ist unklar, bei Hooligans gibt es den meistens auch nicht. Polizisten waren relativ schnell vor Ort, allerdings wollte man das
verhindern. Man hat im Vorfeld in Gelsenkirchen Schwachbier, Leitbier ausgeschenkt mit nur 2,8%. Und die Polizei hat öffentlich dazu angeraten, doch lieber zu kiffen, statt zu saufen. Kein Spaß, haben sie wirklich gemacht. Das sind nur die großen Fälle, die es in die bundesweite Berichterstattung schaffen. Ich habe hier noch einen für euch, und zwar aus Sachsen. Im Schneeberg im Erzgebirgekreis gab es am Sonntag den Großeinsatz einer Spezialeinheit im Asylheim. Und zwar ist hier die BFE ausgerückt, die Beweis- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei. Inzwischen anscheinend ausgerüstet mit ihrem neuen Gewehr CR223 von CG Hähnel. Das ist wohl jetzt anscheinend geliefert worden. Es gibt hier nach gegenwärtigem Kenntnisstand mehrere Männer, die auf einem Flur auf einen 35-Jährigen losgegangen sind und hatten ihm durch Schläge Verletzungen zugefügt. Das Ganze ist dann etwas eskaliert. Die Polizei konnte vor Ort zwei Tatverdächtige ausmachen, ein 21-Jähriger und ein 29-Jähriger, beide pakistanische Staatsbürger oder mutmaßlich, ob sie einen Pass haben oder weggeworfen haben, steht da nicht. Es wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Und das waren sie, die Einzelfälle des Wochenendes. Die Sicherheit der Spiele hat oberste Priorität. Frau Faeser, wie wär's mal mit der Sicherheit der Bevölkerung? Es ist ja Katastrophe hier. Es ist ja richtige Katastrophe. Ich weiß ja schon gar nicht, mit was soll ich später aus dem Haus gehen. Mit meinem Baseballschläger, mit meinem Schlagstock, mit meinem Teleskopschläger, mit meiner Armbrust vielleicht das Haus verlassen. Man weiß ja nie, ob man jetzt hier zu einer Schießerei kommt oder ob man zu einer Messerstecherei kommt. Es ist einfach peinlich, ja? Und dann hat die Polizei nichts Besseres zu tun, als zum Beispiel, wenn L'Amour Toujours gespielt wird, Leute festzunehmen. Das hatte ich gestern Abend auf dem Kanal, könnt ihr euch nochmal anschauen. Oder ein 15-jähriges Mädchen mit 17 Bundespolizisten zu kontrollieren, weil sie gesagt hat, Deutschland den Deutschen! Und Deutschland den Deutschen, da frage ich mich immer, Leute, was sollen wir denn sonst sagen? Deutschland den Österreichern. Deutschland den Polen, Deutschland den Belgiern. Und wenn das jetzt nicht hier langsam aufhört mit dieser Eskalation in der inneren Sicherheit, dann sehe ich ganz, ganz schwarz für dieses Land. Was ist denn die logische Konsequenz, was als nächstes folgt? Das, was ich eben beschrieben habe. Wir bewaffnen uns und laufen nur noch bewaffnet da draußen rum. Dann kriegen du und ich eine Anzeige, weil wir dann mit einem Messer in einer Messerverbotszone erwischt werden. Da oben, Leute, da oben. Es wird Zeit für groß angelegte Remigration. Wir müssen diese Leute des Landes verweisen. Wir müssen sie auf die Straße setzen. Wir müssen sie am Ende auch wie Ungeziefer einfach vor die Türe kehren, da draußen etwas hungern lassen. Ja, das ist an gewissen Stellen unmenschlich. Wer aber, wie hier, mit Messern und mit Schusswaffen auf andere Teile der Bevölkerung zugeht, der ist eben auch unmenschlich. Und was ist die Alternative? Wir setzen die alle in deutschen Luxusknast mit Netflix, Fernsehen, Schwimmbad, Fitnessraum und wundern uns, dass solche Täter dann, wenn sie nach 5, 6 Jahren rauskommen, nicht resozialisierbar sind oder generell nichts gelernt haben. Es gibt hier krasse Probleme in der Wahrnehmung der Durchsetzung des Sicherheitsapparates, ja, und deswegen ist es hier nur zu begrüßen, dass die Polizei inzwischen den Finger am Abzug hat, die Waffen entsichert trägt. Wobei wir in Hamburg sagen müssen, es war natürlich ein Zivilpolizist, der geschossen hat. Und die anderen, die standen mal wieder etwas unsinnig im Weg rum. Ich möchte das jetzt nicht zu arg kritisieren, aber das Pfefferspray, das kam vom Wind wieder zurück. Das hat einzelne Beamte im Gesicht getroffen. Die anderen standen da mit gezogener Waffe. Der nächste Kollege fuchtelte da mit dem Pfefferspray rum. Und am Ende hat der Zivilpolizist geschossen, denn alle anderen hatten vermutlich nicht die Eier. Selbst den Schuss in die Luft des Zivilpolizisten muss man mal sagen, Chapeau. Die in Hamburg gehen wohl noch öfter schießen, wie 10 Stunden pro Jahr. Das ist das normale Schießtraining für Streifenbeamte. 10 Stunden im Jahr, das heißt keine Stunde im Monat üben sie mit ihrer Waffe. Sollen sie im Ernstfall aber benutzen können. Und wenn sie sie benutzen, bekommen sie standardmäßig ein Ermittlungsverfahren an den Hals. Weil ich mir so denke, Leute, wie wär's mal, ihr geht wöchentlich auf den Schießstand. Wöchentlich. Dann würden wir auch ganz andere Ergebnisse von Schießereien sehen, und zwar, dass die Polizei zieht, zielt und trifft. Ja? Aber nein, bei uns, Messer weg, Messer weg. Ich erinnere mich an Mannheim, Messer weg, Messer weg. Messer weg, Messer weg. Und die Waffe noch nicht mal in der Hand gehabt.
Also, liebe Polizisten, ich bin dankbar, dass ihr diesen Dienst tut für unser Land, aber werdet rabiater. Ihr müsst die innere Sicherheit durchsetzen und das müsst ihr mit Gewalt durchsetzen. Ihr habt das Gewaltmonopol des Staates und das müsst ihr gegen die Richtigen durchsetzen. Und ja, lieber einmal mehr geschossen als einmal zu wenig. Wenn es hier demnächst Polizisten gibt, die aufgrund von ungerechtfertigter Schussabgabe aus ihrer Dienstwaffe berufliche Nachteile haben, dann werden wir hier sicher eine Spendenkampagne auf die Beine stellen können. Bin ich mir sicher, dass wir unsere Polizisten nicht hängen lassen, wenn sie uns mit der Schusswaffe verteidigen. Allerdings möchte unsere Innenministerin die Grenzen ja wieder aufmachen am 19.07. und auch für die GSG 9, für unsere Spezialeinheit bei der Polizei, möchte man jetzt die Mittel streichen. Ja, wir müssen sparen. Wir müssen sparen, ganz klar. Aber bei euren schwachsinnigen Ideologieprojekten hört auf mit euren bescheidenen Fahrradwegen in Peru oder euren weiß ich nicht was für, wo ihr überall Förderung hinbezahlt. Ihr habt da oben nicht mehr alle Tassen im Schrank, ja? Ich warte hier seit Jahren auf Förderung für meine Wärmepumpe in meiner Immobilie. Ich wette, ich kriege sie nie, denn ich bin Deutscher, ja? Und ich habe hier sowieso den Nachteil, das Finanzamt hat mich inzwischen auf dem Kicker. Wir streiten uns über 3 Jahre gleichzeitig. Und das Finanzamt macht einfach, was es will. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das hier? Gewalteskalation in Deutschland. Ich weiß, ich habe nur die Spitze des Eisberges vorgelegt. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video. Ich will deine Meinung zu diesem Thema selbstverständlich wissen. Und damit bis bald.